Die deutschen Eishockeyfrauen haben ihr erstes Länderspiel der neuen Saison klar gewonnen. Im Bundesleistungszentrum Füssen setzte sich die Mannschaft des zum Jahresende scheidenden Bundestrainers Benjamin Hinterstocker gegen die Schweiz mit 4:0, 1:0, 1:0, 2:0 durch. Sarah Kubitschek, 4. Bernadette Karp, 25. 44. und Daria Gleisner, 54. sorgten für die Tore. Am Samstag findet ein weiteres Duell statt. Ich freue mich über den erfolgreichen Start in die Länderspielsaison. Es war eine sehr gute und konzentrierte Leistung der Mannschaft gegen die Schweizerinnen, sagte Hinterstocker.